Bereits seit Monaten ist klar, dass Ansgar Knauf den Wechsel von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt vollziehen wird. Und vor wenigen Wochen habe ich ja auch davon berichtet, dass da eigentlich nichts mehr passieren kann, weswegen der Deal irgendwie scheitern könnte. Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich der Poker um die Ablöse dann doch ziemlich lange gezogen hat. Und jetzt ist es endlich soweit, auch der BVB und die SGE sind sich endlich einig. Der Deal ist durch. Nach Sport1-Informationen wird Knauf in Frankfurt einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterschreiben und die Ablöse soll dabei zwischen 4 und 5 Millionen Euro plus Boni liegen. Und wie ich finde, macht die Eintracht damit ein extrem gutes Geschäft. Knauf ist jung, bringt immer noch Potenzial mit, hat auch schon das ein oder andere gute Spiel im Trikot der SGE gezeigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass er innerhalb der nächsten 5 Jahre noch den ein oder anderen Entwicklungssprung machen wird. Ja, zuletzt war er nicht mehr ganz so stark. Da gab es dann auch von der einen oder anderen Seite immer mal wieder Kritik. Aber ich finde, man sollte da jetzt nicht voreilig über ihn urteilen. Ich meine, Knauf ist gerade einmal 21 Jahre alt und hat noch so viel Zeit vor sich. Er hat richtig gute Anlagen, hat sein Talent gerade in der Euroleague-Saison aufblitzen lassen. Die Ablöse stellt auch kein großes Risiko dar. Und auch hier kann man eine Sache positiv sehen, denn ich denke, dass Knauf in der abgelaufenen Saison keine wirklichen Fortschritte machen konnte, hat den Verhandlungen aus Frankfurter Sicht ganz klar in die Karten gespielt. Offensichtlich natürlich, ansonsten wäre er ziemlich sicher nochmal deutlich teurer geworden. Aber wie gesagt, sein grundsätzliches Talent konnte man ja bereits erkennen und deswegen würde ich auch sagen, haben meiner Meinung nach die Verantwortlichen um Markus Krösche hier alles richtig gemacht. Außerdem muss man an der Stelle jetzt auch bedenken, dass Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison wieder europäisch am Start sein wird. Bedeutet also, dass der Kader eine gewisse Breite haben sollte und wenn du da einen Spieler hast, bei dem du genau weißt, was er kann, besser geht's doch gar nicht. Darüber hinaus kann ich mir auch gut vorstellen, dass Knauf jetzt, wo vollständige Klarheit herrscht, wieder befreiter aufspielen wird. Generell würde ich auch bei der Meinung bleiben, dass Knauf in Frankfurt ohnehin besser aufgehoben ist, einfach auch, weil seine Chancen, sich langfristig irgendwann so richtig durchzusetzen, deutlich höher sind als beim BVB. Ich denke, für die ganz, ganz hohen Ansprüche reicht es dann doch nicht so ganz. Aber gut, an der Stelle ist natürlich wie immer eure Meinung zu der ganzen Geschichte gefragt. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser. Und bleibt am Ball.